Hallo und willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Diesmal zu Power Ranger Operation Overdrive und dem Battle Fleet Megazord. Wie ihr sehen könnt, besteht der Battle Fleet halt eben aus 5 Fahrzeugen. Also er hat drei verschiedene Modi. Ich fange einfach mal mit den 5 einzelnen Fahrzeugen an. Und hier zum Beispiel haben wir halt eben die 17. Gelb ist Fighter. Halt so ein, ja, ein Flugzeug mit Pistolen oder eben so ein, ja, Kanonengeschützen hier, die man eben drehen kann. Beide Seiten kann man halt drehen, ganz nett. Hier unten hat er so ein Plastikrädchen. Diese Stützen kann man hier einklappen. Ist schon ganz nett. Dann haben wir hier halt die 14 Rot Command. Ist auch wieder so ein Flugzeug. Auch ganz nett. Hier diese Antennen lassen sich so ein bisschen halt drehen. Er hat unten halt so eine kleine Rolle, wo er dann so ein bisschen eben hin und her rollen kann. Auch gefällt mir. Jetzt kommen wir zur 16. Blau Fighter. Fighter hat auch wieder hier eben diese beweglichen Geschütze. Und ist auch eben so ein Flugzeug halt, wobei ich das eher so ein bisschen eher so wie ein kleines Boot sehe, aber gut, hast unten auch wieder so eine kleine Räder zum auf den Tisch rumschieben. Dann kommen wir zu dem nächsten, zu Pink. 18 Pink ist halt Roller, halt ein Roller irgendwie durch diese großen Walzen. Ist klar, hat eher so ein Walzenfahrzeug, ganz nett. Und zu dem letzten und größten Teil, halt die 15, und hier sieht man so ein bisschen eben schwarz, ist halt Carrier, halt Transportteil. Heißt auch nicht ohne Grund so, weil man hat hier halt eben einen Schalter, wenn man ihn anmacht, dreht sich hier halt das große Rad und das Ding fährt dann halt eben. Jetzt kommen wir halt zu den nächsten Gefechtsstationen-Kombinationen. Also das geht relativ schnell. Die 16 mit der 17, halt eben Fighter und Waller, werden kombiniert. Hier sieht man halt eben so eine Stifte, hier diese Gegenteile, also zum Reinstecken einfach so, zack. Das wird halt mit dem Command hier verbunden. Damit das Ganze denn schon mal so aussieht. Hier dieses Command-Ding wird hier raufgeschoben, also einfach raufgesteckt und einmal eben so nach vorne gedrückt. So, und Fighter kommt dann noch zum guten Schluss einfach hier so eben runtergeschoben und findet dann seinen Platz. Und wenn man das jetzt das Ganze anmacht, dann schiebt sich halt das Ganze vor. Und wie man hier sieht, bewegen sich halt auch die Antennen. Das zeige ich nochmal extra. Und zwar die Antennen werden dadurch eben betrieben, dass es eben hier hinten sich mitbewegt. Ist ganz nett. Eine ziemlich nette Idee. So, jetzt hat eben der Battlefleet noch hier unten, also seitlich ist der An-Ausschalter, und hier ist noch mal eben ein Schalter zum Drive, also zum Fahren. Und wenn man eben ihn auf F, ja, für Free oder so, keine Ahnung, macht, dann ist das halt frei und dann kann man ihn einfach so schieben, ohne jetzt zu befürchten, dass man halt was kaputt macht. Und wenn man jetzt einfach anmacht den Motor, passiert halt nichts, es ist komplett frei, weil man verbraucht halt Batterien. So, jetzt kommen wir zu dem Battlefleet Megazord. Am besten nimmt man es dann halt wieder so ein bisschen auseinander.
bevor ich das jetzt noch vergesse, erstmal so die kombinierte Größe halt eben, also Länge. Also in dieser Form ist er jetzt gut 44 cm lang. Was eine relativ nette eben Länge hat. Also jetzt nimmt man es halt wieder ab. Stellt das so schon mal hin. So, jetzt kann man Folgendes machen. Entweder man nimmt halt hier den Falter wieder ab. Also man kann den Falter einfach wieder entfernen, so ein bisschen abziehen. Oder man lässt ihn halt dran. Das bleibt jetzt einem selbst ein bisschen überlassen. Man kann jetzt auch Falter einfach hier so dran lassen. Und zieht halt beide erstmal auseinander. Und dann kann man eben diese einzelnen Teile hier von Falter abmachen und sie einfach seitlich hier am Roller befestigen. Dass das dann halt so aussieht. Und hier sieht man halt wieder die Stellen, also die Löcher zum Draufstecken. Erster Arm schon fertig, zweiter Arm ist das gleiche, also wieder hier rangesteckt. So, Falter wird einfach nur zum Brustschild. Wird hier drauf gesteckt. Und hier dieser Command. Wenn man das jetzt so umklappt, sieht man, hoffe ich mal, dass das Gesicht hier zum Vorschein kommt. Ja, eine nette Sache. Und der wird jetzt einfach hier so drauf gesteckt. So, und dann ist halt der Battlefleet Mega so auch schon fertig. Mal kurz die Höhe. Am besten so von hinten ist, ja, würde ich sagen, mit den Antennen gute 74 cm groß. Und wenn man jetzt die Arme hier einrastet in diese, ja, extra dafür vorgesehenen Walzen, und zwar einmal so und einmal so, man sieht hier links und rechts aus den Armen kommen hier auch so eine Teile, wenn man die eben so ein bisschen bewegt, sieht man, dass sich auch hier halt diese Fäuste vorne bewegen. Also wieder umstellen. Und wenn man jetzt anmacht, rotieren halt die Fäuste. So, jetzt mal ein paar Sachen zu diesem Megasort im Allgemeinen. Erstens, er ist ein Transportsort. In der Serie transportiert er den Drive Max oder halt eben diese Kombination aus Dual Drive und Drive Max. Gut. Das steht leider in der Großanweisung nicht, wenn es überhaupt geht. Ich wüsste auch nicht, wo er drauf passen soll, weil das Ding ja von der Höhe sind beide fast identisch groß. Also ich glaube, er ist sogar noch einen Zentimeter kleiner. Was traurig ist. Wobei ich sagen muss, er gefällt mir am besten. Bis jetzt von der ganzen Serie, also von den Spielzeugen, was wir halt hier haben, ist er qualitativ einfach mal das Beste. Also es fässt sich toll an, dieses ganze Material, die Verarbeitung ist toll, die ganzen Effekte hier, so diese ganzen kleinen Details gefallen mir einfach am besten. Und ich sag mal so, platzmäßig würde ich sagen, ist es absolut die Nummer 1. Dann kommt der Drive Max und dann der Dual Drive. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss und bis dann.